Frech will sie sein, verträumt, kritisch und vor allem Musik machen in alle nur möglichen Ausdrucksformen. Die neu geschaffene junge Oper Hannover. Das ist gleich bei der ersten Premiere, bei der Beggars Opera, ganz exemplarisch eigentlich der Fall. Wir haben auf der einen Seite ein klassisches kleines Orchester sitzen, das Niedersächsische Staatsorchester. Und auf der anderen Seite der Bühne, das ist auch wirklich sichtbar, eine Jugendband. Und auf der Bühne Jugendliche, 21 Jugendliche, die im Chor mitsingen, die spielen, die aber auch rappen, also unterschiedliche Musikstile miteinander verbinden, zusammen mit Profis, mit einem neu gegründeten Ensemble, Sängerensemble der Jungen Oper. Das sind 6 junge Sänger, die wir neu engagiert haben für diese Spielzeit, und alte Hasen vom Ensemble der Staatsoper. Zu sehen ist eine zeitgemäße Version der berühmten Bettleroper. Eine Gesellschaft, der die Ideale abhanden gekommen sind. In der Nächstenliebe oder überhaupt Liebe und Zuneigung zu Fremdwörtern geworden sind. Und dennoch, die jungen Menschen setzen diesem Pessimismus mit ihrer eigenen Musik, arrangiert von Alexandra Holsch, neue Ziele und Träume entgegen. Ich habe gewisse musikalische Idiome benutzt, was weiß ich, aus dem Blues, aus dem Rock'n'Roll, aus den gängigen Hörgewohnheiten der elektronischen Musik, sehr viel Maschinelles auch, was ja heutzutage sehr oft zu hören ist. Drum and Bass, Jungle und verschiedene Einflüsse aus der elektronischen Musik halt, um das sozusagen auf heute zu übertragen. Wohin will ich? Die junge Oper will allerdings nicht nur, und das möglichst abwechslungsreich, zeitgenössische Musiktheaterstücke für Kinder und Jugendliche aufführen. Junge Menschen sollen stets auch in Zusammenarbeit mit Einrichtungen aus dem Bereich Kinder- und Jugendarbeit der Landeshauptstadt Hannover an den jeweiligen Projekten mit beteiligt werden. Die wichtigste Voraussetzung war wirklich Spaß an der Musik. Es war keine musikalische Vorbildung nötig, also im Sinne von, ich spiele ein Instrument oder ich habe bei Jugendmusiziert gewonnen oder ich spiele seit dem 7. Lebensjahr Geige, sondern wirklich einen großen Spaß und Freude daran, selbst Musik zu machen, zu singen.